Hallo, du liebe Lady und herzlich willkommen zu deinem Orakel von der Frau von der neuen Zeit. Ja, es wartet ein grosses Orakel auf uns, weil wir haben ja ganz starke Veränderungen gehabt jetzt in den letzten Wochen und ich habe innerlich so den Impuls gespürt, dass ich sehr gerne möchte hier in der weiblichen Energie den Puls fühlen. Ich kann den Puls messen, weil ich so das Gefühl habe, es shiftet sich ganz viel, es geht ganz viel in gute Ebenen, in neue Ebenen, wo ja, sich neue Persönlichkeitsaspekte möchten zeigen. Ich spüre auch, dass im weiblichen Kollektiv wirklich eine Reifung auch am stattfinden ist. Ja, für all die, die mit sich in eine tiefere Arbeit gegangen sind, dass dort wirklich Wachstum stattfindet. Und es freut mich sehr zu hören. Ich habe als erstes gerade zwei Ausgangskarten gezogen, und zwar hier aus dem Orakel. Du bist eine tolle Frau. Escape the Ordinary. Und da kommt mir als erstes in Sinn, liebe Lady, dass es für dich darum geht, die konventionellen Wege, die, wie du bisher dein Leben beschritten hast, zu verlassen. Gell, das mal traurig hören. Es muss sich traurig anhören, aber es ist etwas, das dich wirklich langfristig in die gute, in die richtige Richtung wird können führen. Ich nehme bei dir auch wahr, dass du hier mit anderen Flamingos, das sind deine Freundinnen, vielleicht immer viel Zeit verbracht hast, wo du deine Themen berät hast, geklärt hast oder auch, wo du in Gruppen gegangen bist, sozialer Art zur Heilung von deinen inneren Themen. Was ich aber ganz klar wahrnehme, ist hier eine gewisse Problematik, dass es auf die konventionelle Art und Weise, wie du das bisher gemacht hast, vielleicht auch mit anderen zusammen oder mit anderen zusammen das diskutiert und besprochen und besprochen und besprochen oder irgendwelche Gruppen, wo du mit anderen Frauen zusammen gebildet hast, um irgendetwas zu erreichen, dass das eigentlich dir nicht mehr so viel bringt. Ja, weil für dich, liebe Lady, und das betrifft eigentlich schon auch mehr als 50%, die hier zuhören, geht es wirklich darum, so ein bisschen dich von der Hen-Night zu verabschieden und somit die individuelle Weg zu gehen. Gell? Und ich weiss, dass man sich vielleicht sehr gemütlich sich anfühlen in diesen Gruppen zu sein, mit anderen Frauen, weil das irgendwo auch tröstlich ist. Aber die Frage ist auch, brauchst du den Trost noch? Oder wie bedürftig bist du noch, dass du die Zuwendung und die sogenannte, in Anführungs- und Schlussstrichen, Geborgenheit durch Frauen, die vielleicht auf dem gleichen Niveau sind wie du, ja, dass dir euch braucht als gegenseitige Haltegriffe und insofern auch so ein bisschen als gewisse Therapeuten. Oder wenn ihr das nicht so braucht, dass ihr euch irgendwo gegenseitig braucht habt, um euren Schmerz, der tiefer unten liegt, nicht müssen zu spüren. Und mit Escape the Ordinary nehme ich hier für dich auch vor, es geht wirklich darum, die konventionellen Wege, wie du bisher in deinem Leben gestanden bist, auch im Umgang mit Schmerz, mit Trauer, mit Angst und mit der grossen Sehnsucht nach Trost, nach Fürsorge, nach Halt in deinem Leben, wie du das bisher beschritten hast. Es geht so nicht mehr. Das ist ganz eine klare Energie, weil es von dir verlangt, wirklich auf die Ursachen zu schauen, auf die tieferen Ebenen zu schauen, zu erkennen, was hat dich so traurig gemacht, was war so schmerzhaft in deinem Leben und warum brauchst du vielleicht im Äußeren oder eine oder andere Haltegriff als eine Beschwichtigung, als eine Symptombehandlung, um eben irgendwo noch dabei zu sein. Frag dich das und bist ganz ehrlich mit dir. Und brauchst du das vor allem wirklich? Oder ist es etwas, das dich eigentlich im Rahmen von deiner Entwicklung eher verzögern und eher auf gewissen Pfaden Prozesse verlängern? Und mit Escape the Ordinary heisst es auch ganz klar, konventionelle Wege sollen nicht mehr beschritten werden. Du sollst auf die individuelle Pfad gehen. Warum solltest du dich in der grauen Masse verstecken? Sei mutig genug, anders zu sein als all die anderen und zeig ihnen, wie unverwechselbar du bist. Und da nehme ich einfach auch ganz klar wahr, wenn du dich dort getraust von dieser gewissen Frauenbeziehungen, gewissen Freundschaften weiblicher Art zu verlassen, deinen Weg zu gehen, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein mit dir, mit dem allem, was in dir innen an Trauer, Angst und Schmerz hinterlegt ist und du sagst, ich gehe meinen Weg und du ja sagst zu dir, wirst du dann auch wirklich ein Vorbild sein für andere. Du hilfst niemandem,
durch das Halten gegenseitiger Art von falschem Trost, weil du das nicht mehr brauchst. Ja? Es ist auch hier nochmal ein weiterer Reifungsprozess angesagt für dich. Was brauchst du wirklich? Welche Frauen, Freundinnenbeziehungen brauchst du wirklich? Und wenn du dich mit anderen Frauen verbindest, dann bitte doch nach oben. Ja? Und nicht in einer Gruppe von sogenannten Gleichgesinnten, ja, wo alle von ihrem energetischen Niveau und von ihrem Persönlichkeitsniveau auf der gleichen Ebene schwingen, sondern wenn dann nach oben orientiert, wenn dann nach oben orientiert, hin zu Frauen, die sich transformiert haben, die erwacht sind, wo der Pfad vor dir schon gegangen sind, ja. Und das soll dein Weg sein. Und ich nehme auch ein bisschen Angst vor, eine Angst, dass du so ein bisschen unbedingt willst, dass deine Schmerzen nicht gefühlt werden, durch dich, weil vor dem hast du logischerweise Angst. Und durch das auch immer wieder zu beschwichtigen, immer wieder so ein bisschen, oh, ich muss mich wohlfühlen, es muss mir gut gehen, ich muss irgendwie etwas machen im Wellnessbereich. Was auch immer du unter Wellness verstehst, gell? Das ist bei jedem etwas anderes. Ich muss eine Meditation machen, ich muss gute Musik hören, ich muss mich mit einer Freundin verabreden, ich muss kochen, backen, putzen, was auch immer. Ja, du wirst es wissen, um dich wohlzufühlen. Also auch falsch verstandenes Wellness, wo eben konventioneller Art ist, um dich zu beschwichtigen in deinen inneren Beschwerden, in deinen inneren ungelösten Themen, ist einfach nicht mehr zielführend für dich. Und du sollst das erkennen und du sollst das loslassen. Die zweite Karte, die ich für dich gezogen habe, in Bezug auf deinen Körper, ist: Ich liebe meinen Nacken. Und jetzt kannst du mal ganz gut für dich hineinspüren, wie sieht das aus mit deinem Nacken? Wie sieht das aus mit deinen Halswirbeln? Axis, Atlas, ja, das sind ja alles so die ganzen Halsgeschichten. Und mit deiner Vergangenheit. Und dann kommt hier die Botschaft für dich: In Bezug auf meine Ansichten bin ich offen und ich akzeptiere die Meinungen anderer. Ich kann andere Ansichten zulassen. Und da frage ich dich, wie offen bist du für andere Ansichten? Wie offen bist du für kontroverse Ansichten, die dich vielleicht im ersten Moment irritieren? Gell? Wir haben sofort eine Standortbestimmung auf diesen Themen hier, ob du andere Meinungen, insbesondere wenn sie kontrovers sind, wenn sie dich triggern, ja, das ist wieder der Triggerpunkt, wo du kannst spüren, ob du das akzeptieren kannst. Insbesondere auch, und das muss ich auch erwähnen, weil ich die anderen Karten schon angeschaut habe, noch nicht deutet, aber angeschaut habe, die hier liegen, insbesondere auch, wenn sie für dich vielleicht von Vorbildrollen herkommen, wo du vielleicht im ersten Moment nicht als Vorbild anschaust. Also das heisst vielleicht von deiner Mutter. Das heisst vielleicht von deiner Vorgesetzten. Das heisst vielleicht von irgendeiner anderen weiblichen Instanz, wo vielleicht in der Entwicklung oder in sonst irgendeiner Hierarchie Rang höher ist als du. Und wenn immer du dich da bewusst oder unbewusst versperrst oder die Ansichten von anderen nicht kannst sein lassen, das heisst nicht, dass du sie musst übernehmen musst, aber nicht kannst sein lassen, dann kann das im Inneren zu einer ganz grossen innerlichen Zerknirschung führen. Und das kann sich dann wiederum auch auf die Nacken negativ zeigen. Axis Atlas. Und somit ist das auch eine ganz tiefe Einladung an dich, zu lernen, dich selber zu akzeptieren, in Frieden zu kommen mit dir. Und auch, da kommt so ein Thema, das ich drin spüre, wenn ich wahrnehme von vom Thema Autorität und damit verbunden Autoritätskonflikt. Vielleicht auch im einen oder anderen Fall, das musst du individuell ein bisschen für dich auspicken, in Bezug auch auf deine Mutter. Wo du vielleicht auch einen Widerstand probst und vielleicht ist das auch ein unbewusster Widerstand. Prüf das mal. Und das spiegelt sich dann auch gegenüber allen anderen Weiblichkeiten, wo eben in Anführungs- und Schlussstrichen Rang höher sein als du. Gell? Das
sind so ein bisschen Themen, die ich doch wahrnehme. Und das kann sich aber auch spiegeln in der Männlichkeit, gell? Und da gibt es etwas, weil das mit dem Nacken verbunden ist, bei dir, wo in dir innen noch im Unfrieden liegt, wo du so eine Ruhelosigkeit in dir innen hast, eine Rastlosigkeit, vielleicht auch ein Trieben sein, ein Suchend sein, bewusst oder unbewusst, wo du mit dir und mit deiner Welt, wo auch immer du bist, nicht im Einklang und im Frieden bist. Überprüf das. Weil das ist ganz wichtig. Dann habe ich hier geschaut, ja, was sind denn da für Archetypen, die sich uns zeigen, weil wir haben ja das letzte Mal die Königin gehabt. Das zeigt schon auf, dass die weibliche Energie in eine gute Entwicklung kommt. Jetzt sind wir ja hier im Kollektiv, das kann nicht auf alle zutreffen und auch nicht alle wollen das machen, ja, der Schritt. Und es ist auch eine natürliche Entwicklung, die hier dahinter ist. Darum muss man immer ein bisschen schauen, was zeigt sich. Und dort zeigt sich für dich der Narr. Und ich spüre ganz fest, mit den Themen, die ich hier vorhin gerade genannt habe, dass das bei dir ganz tief verborgen noch mit einem Thema zu tun hat, vom sich nicht gut genug fühlen. Und das ist ein Thema, das du tief innerlich vielleicht in dir eingesperrt hast, verdrängst und wo du über einen Spiegel im Aussen dir gespiegelt wird, auch im Rahmen vom Thema von Autorität, also das Mutterthema, was ich hier vielleicht möglicherweise auch nochmal möchte zeigen. Und vielleicht auch, was auch immer du machst, es ist nicht gut genug. Vielleicht hast du das erlebt mit deiner Mutter, gell? Und solange das Thema in dir innen vergraben ist, und du in dir innen die Unsicherheit hast, oh, mache ich es richtig, kommt es gut an, ja. Das ist das innere Thema, aber das äußere Thema ist dann auch schon wieder in Widerstand zu gehen, vielleicht. Oder auch andere Instanzen, die in dem weiter sind, die vielleicht zu verurteilen, abzulehnen, zu bekämpfen. Weil du mit deinem eigenen Inneren hier wie noch im Unfrieden bist. Und die Unsicherheit, die du sitzt in deinem System, ja, dass du dich vielleicht eben nicht so selbstbewusst fühlst, nicht so in deinem Selbstvertrauen bist, führt zwangsläufig mehr oder weniger bewusst oder unbewusst auch zu einer gewissen Selbstsabotage und vielleicht auch Überforderung. Und es geht somit für dich auch darum, wirklich zu erkennen, wer du selber bist und dich auch zu akzeptieren, wie du bist. Auch zu erkennen, dass es vielleicht ein Aspekt, das kann ja nur ein kleiner Aspekt sein, von dir, wo sich nicht gut genug fühlt. Wo sich klein fühlt. Wo sich dumm fühlt. In der Gegenwart von anderen. Und um diesen Schmerz und die Trauer nicht müssen zu fühlen, dass du dich vielleicht, das musst du auch ein bisschen für dich rauspicken, ein bisschen anti-autoritär oder gar auflehnend verhaltest. Aber hinten nachher ist eigentlich nichts anderes als ein trauriger Narr. Und das ist ein Schattenthema, das sehen wir hier, wo du sollst bearbeiten, weil wenn du das bearbeitest, kommst du dann auch automatisch in ein grosses Selbstvertrauen, in eine grosse Lebensfreude und du kannst dann eben auch in der Folge andere sein lassen. Das heisst, das ist ein Konflikt, den du noch mit dir umdrehst, der mit dir zu tun hat, das ist wie ein Knorz von dir, der sich noch lösen darf. Und wenn du das gelöst hast, dann kommt Frieden in dein System und dann kommt auch von ganz allein eine Ruhe und du kannst andere Silo so wie sie sind. Weil der Urkonflikt, der dahinter liegt, und das haben wir ja alle erlebt als Kind, gell? Dass wir halt von unseren Eltern, jetzt vielleicht in dem Fall von der Mutter, geformt worden sind und dass sie uns eben nicht so können akzeptieren wie wir sind. Sie hat uns nur gern gehabt, wenn wir das und das Verhalten an den Tag gelegt haben. Und du wärst vielleicht jemand ganz Kreatives, Innovatives, Lustiges, Verspieltes, vielleicht auch Extrovertiertes gewesen. Und deine Mutter oder auch deine erziehungsberechtigten Personen haben das nicht abhaben können. Weil das ist ja auch ein bisschen expressiv. Und wenn der Narr davon
rumrennen mit seinem Geschirr, das er hier jonglieren will, mit seiner lustigen Zipfelkappe, wo überall Glöckchen dran hängen. Das gehört mir. Und vielleicht hat sich jemand durch das irritiert oder gestört gefühlt und hat dann angefangen, die zu drücken. Und das Drücken hat dazu geführt, dass du das Gefühl bekommst, du bist falsch und nicht gut genug. Und das hat sich so tief abkapselt in dir, dass du hier eine Ablehnung entwickelt hast gegenüber jeglichen Instanzen, die in irgendeiner Art und Weise dir gegenüber könnten. Ja, das heisst nicht, dass es so ist. Das ist eine Projektion von dir, könnten irgendwie Einfluss nehmen oder sich autoritativ gebärden und zeigen. Also überprüf das Muster, weil es geht darum, dass du in deine Kraft kommst, dass du deine Autorität kannst entwickeln kannst, dass du lernst, dich so zu akzeptieren, wie du bist, echt, authentisch, ehrlich, mit der vollen Ausdruckskraft, wie du wirklich bist, in Liebe annehmend, und dass du nicht irgendwie musst Angst haben, dass man dich, wie soll ich sagen, massregelt oder dich so in eine Richtung pushen will, wo du solltest dich anständig benehmen oder durch dein Verhalten möglicherweise könntest Ablehnung erfahren. Das ist das Thema, das ich hier dahinter wahrnehme. Auf der Rückseite des Kartendecks ist noch die Karte hier gekommen, der Liebhaber. Und was ich hier wahrnehme, das betrifft ein bisschen verschiedene Gruppen von euch, die hier zuschauen. Entweder es gibt einen Mann in deinem Umfeld, der auf dich schaut und der sich sehr verbunden, sehr angezogen fühlt mit dir. Du ihn aber nicht willst. Ja. Oder du bist in dieser Situation, dass du einen Liebhaber hast. Und da ist es vollkommen egal, ob du in festen Partnerschaften gebunden bist und das so wie eine Art Affäre ist. Oder ob du Single bist. Was ich wahrnehme, ist, dass es aufgrund von dem Thema, das hier in dir innen noch nicht gelöst ist, dass es hier ein Thema gibt, das bei dir noch in die Reife muss kommen muss, weil das etwas ist, was du nicht wahrnimmst und nicht siehst und was für dich darum geht, in deine wahre Grösse, in deine echte Authentizität dürfen zu stehen und die dürfen zu erleben. Also auch so gewisse On-Off-Geschichten. Das hat alles auch sehr viel mit den Themen zu tun, ob du innerlich aufgeräumt und geklärt bist, insbesondere auch, was dein innere Kind anbelangt oder auch nicht. Und die Heilung auch von der emotionalen Bedürftigkeit und somit von deiner psychischen Reife. Wenn Menschen das nicht heilen, dann können sie in jedem Menschenalter, egal wie alt sie sind, auch mit 50, 60, 70, 80, 90, sich psychisch unreif, emotional unreif benehmen und sie kommen nicht an in ihrem Leben. Ja, wir wollen dir hier nicht den Liebhaber wegnehmen, und das geht auch gar nicht. Es geht auch nicht darum, das zu verurteilen. Es ist ein menschlicher Lebenspfad, der muss beschritten werden, um emotionale Reife, psychische Reife können zu erlangen. Und bei dir nehme ich etwas vor, es gibt wie eine Sehnsucht diesbezüglich, die unerfüllt ist, weil du hier mit dir noch nicht in dieser tiefen Akzeptanz bist. Und der dritte Fall, den ich hier auch noch wahrnehme, ist, dass es ein Wunsch von dir ist, in so eine liebende Beziehung zu gehen. Doch es ist wie so unerreichbar. Unerreichbar, weil die Zeit noch nicht da ist und weil noch weitere Reifungsprozesse müssen abgewartet werden, bis du ganz in die Energie da kannst kommen. Aber wie gesagt, das hat auch ganz viel mit deinem inneren Kind zu tun, mit deinem vielleicht auch verletzten inneren Kind. Oder wenn das aufgeräumt ist, dann auf jeden Fall auch, dass du in deine Autorität, in deine Kraft und in deine Macht musst kommen und dass du gut und liebevoll, echt und wahrhaftigen Herzens darfst überprüfen, wo bist du vielleicht auch noch in einer Verurteilung gegenüber anderen höher gestellten Persönlichkeiten. Ja, ich nenne es jetzt mal so, gell? Das musst du selber beurteilen, wo du verurteilst, weil dort noch so ein bisschen wie ein Autoritätskonflikt zugrunde liegt. Schau das an, weil das ist sehr wichtig, weil das auch etwas ist, was in deinem Leben sonst immer wieder zu Unfrieden und zu Konflikten führt. Weil es dir eben dort nicht ganz gelingt, dich zu akzeptieren mit dem tiefer liegenden Thema, das ich dir hier erklärt habe, und somit in der Folge auch andere nicht kannst akzeptieren. Also das ist sehr wichtig. Es geht hier auch um Friedensarbeit. Und das wird eigentlich dann
auch hier gerade wunderbar bestätigt mit dieser Karte hier. Ich zeige dir das gerade. Mit Erzengel Raphael. Und das ist das Königsblau. Ich befreie mich aus allen nicht lichtvollen Verbindungen. Ich bin frei und heil. Also, meine Liebe, es geht hier für dich nochmal wirklich ganz klar darum, gut zu überprüfen, ob du wirklich deine Hühnerrunde, wenn ich sie so mal benennen, ja, wirklich willst verlassen oder weiterhin dort willst verweilen. Es bringt dich in deiner Entwicklung nicht mehr weiter. Und du solltest so ehrlich sein und in Liebe mit dir in eine Innenschau gehen, Bestandesaufnahmen machen und weisst nicht hart oder streng, das geht überhaupt gar nicht, aber für dich aus Liebe zu dir wirklich gut können entscheiden, bringt dich die Gruppe noch weiter oder nicht. Gell, wir haben vor einer Woche auch schon das Thema gehabt mit dem Gruppenzwang im Feenorakel und es wiederholt sich hier auch nochmal ein bisschen. Und das hat mit Themen logischerweise immer nur einzig und allein mit dir zu tun. Es geht für dich darum, in deine Würde zu kommen. Es geht für dich auch darum, deine eigene innere Mystik zu erkunden. Und es geht auch für dich darum, alles, was du heute noch in der Angst hast, ja, weil du nicht kannst allein sein, weil du vielleicht auch Angst hast vor Einsamkeit, das anzuschauen. Und da spüre ich auch wiederum das Thema vom Narr, ja, dass da auch ganz viel Einsamkeit eigentlich in dir verborgen ist, Traurigkeit, ja, wo du dich eigentlich in deinem tiefsten Innersten allein gelassen fühlst, im Stich gelassen fühlst, nicht akzeptiert fühlst, weil eben das alte Thema hier noch von hinten her drückt. Und es geht für dich somit auch darum, das zu erkennen und das loszulassen. Und auch somit in geheilte und lichtvolle Verbindungen und Beziehungen können zu kommen. Weil wir haben hier, als ich die Karte aus dem Maria Magdalena Orakel gezogen habe, nochmal das Blau, das kommt mit dem Thema Spiegelungen. Nur eine Meisterin kann einen Meister erkennen. Ich spiegle mich in vielen Ebenen. Ich erkenne mein Selbst immer mehr. Und das Thema von der Spiegelung ist natürlich auch ein Thema hier vom Erzengel Raphael, weil im Aurasoma-Tarot gehört das so hier, die Flasche hier, zum Mond. Und der Mond im Tarot ist immer ein Thema von der Spiegelungen. Ja. Und hier den Text, den kannst du dir für dich noch durchlesen, weil wenn ich jetzt das auch noch würde, das würde zu weit gehen, kannst du mal auf Pause drücken. Aber es geht ganz fest darum zu erkennen, dass dein äußere Umfeld dich ja in jedem Fall nur spiegelt. Also schau an, wer in deinem Umfeld noch in diesen Werturteilen ist, in diesen Verurteilungen. Oder schau auch an, wie vielleicht bedürftig gewisse Freundinnen in deinem Umfeld noch sind. Was sie machen, was sie sagen. Und dass das somit auch dich spiegelt, auch dich darstellt, weil du bist ja dort in dieser Gruppe drin, gell? Und schau auch, wie offen die Menschen dort in dieser Gruppe sind. Ob sie andere können tolerieren können. Oder wenn es so ein bisschen um die eingemachten Themen geht, wo eben ein Mensch seine Grundfesten könnte erschüttern und Irritation könnte auslösen, ob sie dann einfach verurteilen, ablehnen und anfangen zu flüchten. Ja, das ist einfach nicht das, was ergreift die Seele ausmacht. Ergreift die Seele ist dann in dem Moment wirklich parat und feig, so etwas auch können zu halten, auch können auszuhalten, auch wenn es von sehr grosser, unbequemer Energie geprägt ist. Und du solltest so weit sein im Rahmen von deiner Entwicklung oder in die Richtung solltest kommen, ja, in den nächsten 1 bis 2 Monaten, dass du das kannst davon unterscheiden. Und somit auch durch das grössere Unterscheidungsvermögen auch kannst in eine Trennung kommen, wo du dir vielleicht selber etwas vormachst. Okay? Und du solltest nichts anfangen beschwichtigen oder betäuben bei dir mit irgendwelchen schönen Sachen. Weißt, weil du Schmerz hast oberflächlicher Art. Du musst wirklich tiefer schauen. Tiefer schauen, was in dir innen ist, wo eben noch ungeheilt ist, wo von dir selber nicht angeschaut worden ist, weil du das eben nicht aushaltest. Hier mit dem Narr. Wo du dich eben auch unter Umständen nicht gut genug fühlst, klein, dumm, abgelehnt. Gell? Es sind ein bisschen krasse Themen, die ich jetzt benenne, aber es ist eigentlich am Schluss genau das, weil wenn das dann von innen her
in dein Bewusstsein holst und erkennst, hey, ich habe hier wirklich noch ein Thema und du das endlich für dich annimmst, dann gehst du dann auch aus diesen Werturteilen und Verurteilungen anderen gegenüber weg. Und du kannst die annehmen und auch andere so sein lassen, wie sie wirklich sind. Okay? Wir haben dann die Göttinnen, die ich hier für dich gezogen habe. Und dann ist hier Saraswati gekommen, die schönen Künste. Bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Also da ist auch ganz klar, du hast auch kreative Adern. Und Kreativität tut sich ja durch allerlei Themen manifestieren. Das kann alles sein, wo deine schöpferische Kraft drin ist. Was auch immer du machst, dass du dich ausdrücken kannst, dass du dich entfalten kannst und dass du vor allem auch den Ton von deiner Seele wirklich kannst spüren und dem kannst folgen. Und das ist vielleicht ein bisschen abseits von der Gruppe, gell? Das ist vielleicht ein bisschen abseits von der Gruppe und du solltest das wirklich hinterfragen und auch anschauen. Weil wenn du das machst, dann fängst du an zu erblühen. Du fängst gerade erst an. Also hab Geduld mit dir und dem Prozess. Gib nicht auf, gell? Und manchmal ist es so, wir müssen die Themen wirklich aus dem tiefsten, innersten von dir vorholen, weil das so vergraben ist. Und dann kommt eigentlich wirklich dein Wohnpotenzial zur Seite. Und du solltest wirklich gut überprüfen, wo machst du vielleicht im Äußeren einfach irgendeine Kompensationshandlung, weißt, irgendwelcher Art, wo du vielleicht in eine Massage gehst, wo eben nichts anderes ist als eine Symptombehandlung. Oder sonst irgendetwas, wo eben nicht aus dem tiefsten, innersten deine Themen hervorholt, wo eben noch ungeheilt sind, so wie der Narr. Das ist jetzt ein Beispiel, gell? Das kann in jedem individuellen Fall etwas anderes sein, wo die eben hemmt, in die wahre Kraft von deinem authentischen Selbst zu kommen. Und glaub mir, solange du dich mit deinen Freundinnen links und rechts hebst, das wird dir nicht in der Tiefe das geben können. Mit der einzigen Ausnahme, dass es erwachte Frauen sind. Aber ich sage dir eins, erwachte Frauen suchen nicht mehr so viel die Gruppe. Also ist es auch etwas, wo eine ganz natürliche Entwicklung hat, dass das nur noch selten aufgesucht wird. Weil man dann mit sich selber in diesem authentischen Selbst auch steht. Und da ist etwas bei dir jetzt so ein bisschen wie initiiert worden. So wie ein Samen, den ich wahrnehme, der jetzt wie keimt und langsam von unten her aus der Erdoberfläche nach oben kommt. Das heisst, in deinem Bewusstsein hat es so wie ein Ding, einen kleinen Gongschlag gegeben. Wie bewusst du das schon kannst spüren, das ist dir überlassen. Das musst du für dich entscheiden. Aber es geht in die richtige Richtung und es geht auch langfristig darum, dass du deinem Ton, deinem schöpferischen Ausdruck kannst Folge leisten. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und dass du kannst authentisch werden kannst und dass du all das, was heute noch in der Verurteilung liegt, wo vielleicht auch du noch verurteilst, damit du bis langfristig dann wirklich kannst mit gutem Nein abgrenzen zu dir und auch kannst sagen, du, los, danke, liebe Freundin, wir waren lange befreundet, aber jetzt passt es einfach nicht mehr, weil unsere Wege trennen sich. Weil ich bin weiter, das muss ich ja natürlich nicht so sagen, aber ja, du hast dich einfach weiterentwickelt und die anderen sind stehen geblieben in der alten Energie. Und da kann man dann einfach nichts mehr dazu sagen. Und das ist ja auch nicht böse. Das ist eine natürliche Entwicklung und du sollst mit dem mitgehen. Okay? Weil Reifung stattfindet. Dann habe ich geschaut, was passiert in deiner Kopfebene in dieser Zeit. Und das war ganz interessant, was da gekommen ist. Da ist Justice gekommen. Da ist Judgment gekommen. Und da ist angenehmer Brief gekommen. Also ich deute mal zuerst Tarotkarten, damit wir das mal klären können für dich. Wunderschöne Karten. Also bei dir hat es mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit oder wird es mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen, 1-2 Monate Maximum, wirklich Bing machen. Ja? Also etwas, das lange, lange Zeit in dir geruht hat. Themen, die du auch mitbringst aus deinem Familiensystem, das kommt jetzt wirklich mit aller Klarheit führen. Und durch das, dass es führen kommt, kann hier wirklich eine Rechtsprechung erfolgen. Und das ist sehr gut. Ich nehme auch vor, dass es Schattenthemen sind, ja, wo du vielleicht auch bewusst ein bisschen unterdrückt hast, beschwichtigt hast, eben so, wie ich es vorhin gesagt habe, weil du eben auch irgendwo das Gefühl hast, oh, ich habe das nicht nötig, das anzuschauen, oder es tut mir weh, oder es liegt mir im Schmerz, oder ich weiß nicht, wie ich daran herkomme, oder ich habe nicht die richtige Führung oder die richtige Unterstützung, um das wirklich können zu befreien. Und da nehme ich wirklich vor, kommt die Eule und sagt, tschaga, wir schneiden das jetzt auf, ja, das alte Zeugs, und das ist die Zikade hier,
das Ei pellt sich und es findet eine totale Formverwandlung statt. Also das heisst, du kommst in eine Formverwandlung. Und das passt natürlich auch hervorragend hier zu Arakura, zu dem Thema von Erblühen. Du nimmst das vielleicht selber noch gar nicht so wahr, aber das ist so ein bisschen wie ein Sprengen vom eigenen Kokon, ja, wo aber vielleicht auch schmerzhaft sich anfühlen kann. Ja, das muss dir bewusst sein, weil das ist wie ein Geburtsprozess, aber auch eine explizite Verneinung an deine Herkunft, an deine Wurzeln, weil die Trugbilder, die man dir eben aufgesetzt und aufgeklebt hat, ja, die Linsen, die man dir vorgeschoben hat, weil das einfach nicht mehr dienlich ist für dich. Und es kommt wirklich Energie, das kann extern sein, aber das kann auch intern sein, von sehr höher, weiser Quelle zu dir, wo mit dir die Aufraumarbeit macht von Licht und Schatten und somit auch in dir ein grosses Verständnis entstehen lassen, wer du eigentlich bist. Und das ist sehr gut, ja, das ist sehr gut. Also das heisst, ganz viele Altlasten, die du mitgebracht hast, in dem Leben, wo lange Zeit in dir innen geschlafen haben, das kommt jetzt in ein Erwachen und gleichzeitig aber auch in ein Ablösen. Also sehr, sehr, sehr gute Energien. Der angenehme Brief kommt auch dazu. Das heisst, es ist auch ein angenehmer Prozess. Ja? Klar, wenn jetzt so die Zikaden aus ihrem Raupenstadion da oben, das so sind übrigens Engelstrompeten, die da wirklich den Gang für dich schlagen, wenn die aus ihrem alten Raupenstadium auspuppt, das habe ich dir gesagt, wenn man da den Schnitt macht, dann kann das schon auch nochmal wehtun. Das kann sich anfühlen wie ein Wegsprengen. Aber das ist dann wirklich einfach zu deinem Besten. Und ich nehme auch wahr, dass du dann in Verbindungen kommst mit Menschen, die dir viel gerechter können werden können, die auch nicht so negativ sind, die auch nicht immer so dumm schwätzen. Ja? Vielleicht gibt es ja Leute, die einfach so eine schwere Energie haben und die tausendmal das gleiche Zeug wiederkauen und immer wiederkauen und immer wiederkauen, wo auch nicht irgendwie erhebend ist. Glaub mir, ich sage dir, wenn du in geheilte, lichtvolle Beziehungen und Verbindungen kommst, dann wirst du nicht mehr dreimal in der Woche deine beste Freundin müssen kontaktieren oder, weiss doch auch nicht, mit deinen besten Freundinnen einmal im Monat die Treffen müssen haben oder was auch immer, gell? Weil du mit dir selber geklärt bist und um das geht es. Und in diesen Zustand sollst du auch kommen. Ich nehme wohl, das kann man auch wirklich angenehme Botschaften zu dir. Und es kann auch sein, im einen oder anderen Fall, dass du vielleicht auch Verbindungen wirst kürzen, vielleicht auch an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer, vielleicht kann es auch eine Kündigung sein, wo du tust, aussprechen, ausschicken, wo am Schluss einfach deine Befreiung auch wird können darstellen, je nachdem, wo du stehst. Gell? Das ist jetzt eine sehr lebenskonkrete Deutung, das kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Auf jeden Fall ist es eine Befreiung von etwas Altem, Schwerem, wo eigentlich gar nicht mehr zu dir gehört. Und es ist wie so ein, ja, eben wie sie da die Zikade, die da ihr altes Stadium loslässt und dann in ihre Leichtigkeit darf kommen oder mehr Leichtigkeit in ihr Leben wird können einlassen. Du wirst auch mit dem ganzen Thema Schatten und Schattenarbeit, wo ja für sehr viele Menschen, die eben die Weisheit und die Erfahrung nicht haben, die Vorurteile wirst du können ablegen, du wirst können erkennen und sehen und dankend, ja, wirklich demütig dankend in der Selbsterkenntnis stehen und sagen, hey, Gott sei Dank habe ich das endlich mal losgelassen. Das kann nur jemand von sich sagen, der die Transformationsarbeit gemacht hat. Menschen, die das nicht gemacht haben, die werden immer in ihrer Angst hocken und sagen, oh nein, oh Gott, ich habe so Angst vor Schattenarbeit. Aber dass das die totale Befreiung darstellt, das weiss nur derjenige, der die Prozesse auch gemacht hat. Ja, hat. Der Weise ist weise, weil er weiss, dass er durch die Prozesse gegangen ist und somit Weisheit erlangt hat. Und um das geht es auch für dich. Und Weisheit ist immer, ja, ist immer ein Ausdruck von Erfahrung, von Entspannung, von Losgelöstheit, und tiefem innerem Frieden, wo du zu dir möchte kommen, weil du mit dir im Reinen bist. Ja, und das soll immer wie mehr kommen. Und glaub, die allermeisten Menschen, die sind weder mit sich im Reinen, geschweige denn innerlich aufgeräumt. Und maßgeblich ist immer der Aufraumzustand im Inneren. Glaub, da kannst du im Aussen einen Puff haben, aber wenn du innerlich nicht aufgeräumt bist, dann ja, ist es wirklich ein Chaos. Oder du kannst eine perfekt aufgeräumte Wohnung haben und du bist innerlich nicht aufgeräumt. Du wirst immer unzufrieden sein. Und du wirst die Unzufriedenheit möglicherweise dann auch noch an jemand anderem
rauslassen, weil du irgendetwas anderes willst oder weil du es anders willst haben. Logisch, aber die Unruhe und der Unfrieden kommt ja von dir her. Ja, erinnere dich daran, was dort die Wurzeln könnte sein. Das muss man natürlich auch individuell anschauen. Aber das ist etwas, was du musst bereinigen und klären, weil solange das in dir innen noch der Unfrieden gibt, das wird sich auch in deinem Äußeren spiegeln. Gell? Durch anstrengende Beziehungen, jedweder Art. Sei das in der Partnerschaft, sei das aber auch mit Freundinnen, Bekannten und so weiter. Gell? Auf deiner Herzebene hat sich Folgendes gezeigt. Das ist ganz interessant gewesen. Die Maus, Königin der Stäbe, sehr eine gute Energie. Und 6 der Schwerter. Und das ist natürlich wirklich auch etwas, was mir ganz klar anzeigt, es geht für dich auch darum, Angstbewältigung noch zu machen. Es geht für dich in jedem Fall auch darum, dich mit deinen Schattenthemen zu konfrontieren, wirklich auf Ursachenebene zu schauen, was ist bei dir noch im Schmerz, in der Trauer, in der Angst, in der Vermeidung, ja, wo vermeidest du etwas und beschwichtigst es dann eben auch wieder im Aussen mit und zu anderen, durch Gruppen, eben durch Gesellschaft mit anderen, weil du die allein in deinem Schmerz nicht aushaltest. Und du musst ganz, ganz, ganz ehrlich sein, gell? Solche Beschwichtigungsmethoden, das kann Sport sein, das kann Konsum sein, das kann Gesellschaft sein, eben wie ich es vorhin genannt habe, mit Freundinnen 1000-mal das Gleiche wiederkäuen und gleich keinen Schritt weiter zu sein. Ja. Oder das schlecht über eigene Partner, über die eigene Partnerin, über einen Beruf zu reden, über was auch immer zu reden. Es lohnt sich nicht mehr. Du musst die Verantwortung für dich übernehmen. Wir haben hier den Angelfisch. Ja? Der Angelfisch, der lebt in den tiefsten Tiefen vom Meer. Das heisst, du musst abtauchen in dein Unterbewusstsein. Du musst erkennen, was in deinem Inneren noch ungeheilt ist, damit du das klären kannst. Und ich habe wirklich das Gefühl, das hat wirklich etwas mit deinen Ängsten zu tun. Was dann eben auch projiziert wird und wo du nicht willst fühlen. Wenn du das machst, dann kommst du in die Energie von der Königin der Stäbe und du wirst ganz viel selbstständiger werden in dir. Ja, alles, was im Moment noch so ein bisschen Drama in dir innen erzeugt oder wo du im Unfrieden bist, wo du in der Angst bist, wo du in der Vermeidung bist, in der Vorurteil, in der Ablehnung, in was auch immer, wo irgendwie sich für dich negativ anfühlt und du sagst, das will ich nicht sehen oder du das sofort ausblendest oder es nicht schaffst, die Verantwortung für dich, für deine Wahrnehmung zu übernehmen. Denk daran, wir haben den Erzengel Raphael, das ist Königsblau. Und Königsblau hat immer mit deinem Sichtfeld zu tun. Wenn du keine Verantwortung kannst übernehmen kannst für das, was du siehst und für das, was du auf das hin bewertest, das ist ja deine Projektion, ja, und du mit dem nicht kannst in Frieden kommen und du das immer wieder musst wiederholen und sich das wiederholt auch in anderen Lebensbereichen. Auch mit dem Autoritätsthema, mit dem Autoritätskonflikt, den ich hier auch ein bisschen wahrnehme, wo du im Unfrieden bist oder vielleicht auch ein bisschen anti-autoritär willst sein, wo du dir vielleicht auch nicht immer alles los sagen oder nicht bereit bist, das anzunehmen. Prüf das gut, weil die Wurzeln liegen wirklich noch immer anders. Hier, ich habe das genannt. Deine Wahrnehmung, du bist verantwortlich für deine Wahrnehmung. Und wie du deine Wahrnehmung bewertest. Wenn du im Frieden bist, dann tust du nicht verurteilen oder beurteilen, sondern du bist im Frieden. Du kannst andere eben, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Nacken sein lassen. Und wir haben hier das Thema der Spiegelung. Also das heisst, es wird dir in deinem Leben serviert werden, und zwar auf dem Silbertablett. Ja, weil es ist Mondenergie hier. Erzengel Raphael gehört zum Mond, habe ich dir gesagt. Es wird dir auf dem Silbertablett von der Mondenergie serviert werden, was in dir innen noch ungeheilt ist. Und heute haben wir Neumond. Wir haben sogar Neumond im Skorpion. Das passt perfekt zu dem. Weil du wirklich musst tief abtauchen in deine unbewussten Muster, die wirken und die eben auch sabotierendes Verhalten, beschwichtigendes Verhalten, schmerzvermeidendes Verhalten dir suggerieren oder wo du einfach in eine automatische Handlung reinkommst, weil du innere Schmerzen nicht kannst aushalten. Ja? Und das muss heilen. Das braucht es, damit du kannst Weisheit und Reife erlangen. Und damit du dich auch selber kannst klarer sehen. Weil bei ganz vielen, ja, bei fast 2/3 da, die zuschauen, nehme ich auch wahr, dass eine unklare Sicht vorhanden ist. Was das eigene Wesen anbelangt und somit auch das Äußere und somit wird projiziert.
Ja, und du hast eine Verantwortung für deine Wahrnehmung und dass du mit dem in Frieden kommst. Und wenn du das schaffst, dann kommt hier die Königin von den Stäben, wo wirklich ganz tiefige Energie ist von grosser kreativer Kraft, von Innovation, von Selbstständigkeit, emotionaler Art, beruflicher Art vielleicht auch, wo du die Sachen wirst an die Hand nehmen und wo du kannst vorwärts gehen und auch vorwärts schreiten, wo du tatkräftig kannst sein, wo du entschlossen kannst sein, wo du tiefig deine Sachen kannst vorwärts machen, die für dich dann auch wichtig sind und relevant sind, um deine nächsten Ziele, die abgeleitet von all dem folgend für dich möchte realisiert werden. Das baut ja alles aufeinander auf. Aber bei dir nehme ich auch noch ein bisschen wirklich das Thema wahr, dass du dir ein bisschen selber auf dem Schluch stehst. Ja? Weil das passt auch natürlich zu der Energie vom Narr, weil das ist auch ein bisschen eine selbstsabotierende Energie. Da dahinter liegt auch eine gewisse Selbstverurteilung, gell? In einem Schattenaspekt. Und du sollst das erkennen und anschauen und schauen, wo deine Trauer ist. Vom zurückgewiesen werden, vom klein dumm fühlen, klein und dumm fühlen. Und genau wegen dem, weil du das nicht willst, spüren, in einen Widerstand oder in einen Autoritätskonflikt zu gehen, weil du das mit dir noch nicht geklärt hast und selber noch nicht in deiner Kraft stehst, in deiner Macht stehst, in deiner Grösse stehst und somit auch wiederkehrend Ablehnung vom Äußeren bekommst, weil du eben nicht deine Autorität hast. Und wir wollen keine falschen Symptome Beschwichtigung. Deine beste Freundin wird dir immer sagen, hey, du bist eine super Frau. Weißt, ich glaube, das hat dann auch nicht mehr so viel mit Freundschaft zu tun, weil weißt, eine beste Freundin kann dir dann immer noch sagen, ja, du bist eine tolle Frau, aber meine Allerliebste, du hast noch das und das Thema. Und sie wird dir das so können sagen, dass du es annehmen kannst, ja, ohne dass es dich verletzt und kränkt. Das ist auch sehr wichtig. Man kann immer in der Wahrheit und in der Klarheit sein und das alles so sagen, ohne dass es der andere verletzt und kränkt. Aber gell, wenn du da die ganze Zeit die widerspenstig verhaltest, dann irgendwann gibt es dann wieder einen Schlag und das muss ja auch nicht sein. Also erkenn das. Ja, erkenn das. Wenn du das erkennst, dann ist es klar, du bekommst ein Geschenk. Ja, also du wirst etwas befreien können und du wirst wirklich aus den tiefsten Tiefen von deinen Ängsten ganz, ganz, ganz viel Positives, ganz, ganz viel Wichtiges, Wertvolles aus dir heraus können schöpfen und du wirst dich befreit fühlen. Glaub mir, du wirst dich befreit fühlen und es geht ja jetzt auch Richtung Weihnachten und du wirst als Resultat von all dem auch eine tiefe Dankbarkeit können fühlen für diesen Prozess. Glaub mir, ich sage dir das nicht einfach so, um dich zu bloggen. Ich habe ja viele Leute durch diese Prozesse geführt. Und im ersten Moment können das die Menschen nicht immer gerade so annehmen, weil das ist für sie so ein bisschen wie Bang, ja, ein Schlag ins Gesicht. Aber das ist, weil sie mit diesen Masken rumlaufen, die schon so chronisch geworden sind, tausendmal die gleiche Ehrenrunde zu wiederholen. Und wieder zu können, was schon tausendmal wiedergekäut worden ist. Und dort muss man halt wie mal den Drall ändern, um zu sagen, hey, jetzt komm auf die andere Spur und schau es von hier aus an. Da gibt es Themen, die du musst anschauen musst. Und wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist, und das ist nicht bei jedem gleich, ja, es gibt Leute, die brauchen Jahre für das. Und es gibt auch Menschen, die können das über ein ganzes Leben hinweg nicht annehmen, ja, weil sie zu stolz sind vom Ego her. Weil ihr Stolz das ihnen nicht erlaubt. Okay, das ist eine andere Geschichte. Aber die allermeisten, ja, 3/4, können das annehmen und können sagen, okay, ja, stimmt eigentlich. Ich bin dort wie in einem Film gesehen. Darum habe ich dir auch gesagt, das hat mit deiner Wahrnehmung zu tun, die sich spiegelt hier, projizierender Art, mit der alten Anschauungsweise, wo du in deinem Muster hineinlaufst. Und das muss eben wie abgenommen werden. Also das heisst, der sanfte Schlag, gell? Ich meine es nie als Schlag. Wenn ich es so mache, dann wirklich, damit du dich erkennen kannst und damit die Brille endlich mal von dir abgeht, um die Linsentrübung können zu verändern und dass du siehst, was in dir innen eigentlich läuft. Ja? Dass du kannst erkennen, was bei dir eigentlich ist, um mit dem können, in eine heilende Transformation können zu gehen. Und Menschen, die das in dem Moment nicht annehmen können, die werden in der Verurteilung und in der Verneinung und in der Ablehnung sein, weil das eben das Ego triggert. Und der Stolz will das nicht zulassen. Aber in aller Regel können das die Leute nach einer gewissen Zeit annehmen und sagen, ja, stimmt eigentlich.
aus der Zukunft betrachtet, ist man immer weiser und erkennt, was da eigentlich läuft. Und Projektion ist ja nichts anderes als ein Schutzmuster von unserer Psyche, ein Schutzmechanismus von unserer Psyche, damit wir eben die Ängste hier, ja, die ich dir erklärt habe, damit wir die nicht fühlen müssen. Weil das ist unbequem. Und wirkliche Aufarbeitung und Transformationsarbeit geht eben nicht nur mit dem, indem ich einfach so hier hocken und schöne Sachen konsumieren. Ich meine, wir haben alle gerne das Schöne und das Gute, das, was uns gut tut. Aber die Arbeit hier nennt sich Schattenarbeit. Und Schattenarbeit ist immer Ursachenarbeit, ist immer Arbeit auch mit dem Unbewussten. Und ich arbeite nur noch mit dem. Weil all das, was dein Licht verdunkelt, ist dein Unbewusste. Weil sonst wär's dir ja bewusst. Ja? Und somit halten sie immer wieder in Konflikten und auch im Unfrieden. Und du selber bist unzufrieden, ja? Und hast dann auch Probleme, am Schluss körperlicher Art, weil die Themen sich nicht erlösen. Das ist ja dann auch schon die letzte Instanz. Also geht es für dich darum, in jedem Fall zu verwachen und zu erkennen, wie die Muster mit dir der Kasper machen. Gell? In deinem äußeren Leben, meine Liebe, kann ich dir sagen, wenn du das machst, dann kommt das Ass von der Münze zu dir, und die Herrscherinnen-Energie. Und da war es für mich ganz, ganz, ganz klar gewesen, dass du wirst aufsteigen. Du wirst aufsteigen mit deiner Persönlichkeit. Und glaub mir, ich bin absolut nicht daran interessiert, irgendeine Art und Weise von dir mehr als länger zu verzögern, wenn für dich etwas anderes bestimmt ist. Und glaub mir, ich mache das auch nicht mit dem Willensdruck oder mit meiner Willenskraft. Es zeigt sich in deiner Energie. Deine Seele kommt näher daher oder wo immer und zeigt sich dir dann zum 300 Mal das gleiche Thema. Also wie oft willst du das noch wiederholen? Nein, vergiss das. Es kommt das Ass von der Münze mit der Herrscherin. Es ist auch der totale Aufstieg, weil du dich endlich selber erkannt hast und weil du wirklich verstanden hast, dass das, was dir hier gegeben wird, egal in welcher Form, ein riesengroßes Geschenk ist, hier Geschenk bekommen mit dem Ass von der Münze. Und dass dir das wirklich hilft, dein Menschsein, dein ganz individuelle Menschsein, mit all dieser Schönheit, mit all dieser Klarheit, mit all dieser Liebe und mit dieser grossen Wertschätzung und Hochachtung gegenüber dir und deinem Menschenleben zu 100% so anzunehmen. Ja, aber wie kannst du dir das so annehmen und in diesen Aufstieg gehen, wenn du selber noch so viel Altlasten, Müll und Ballast aus der Vergangenheit mit dir herumdrehst und eigentlich auch gar nicht bereit bist, A, das einerseits anzuschauen, B, das vielleicht auch loszulassen, weil du das Gefühl hast, oh, ich sollte dort vielleicht gleich noch etwas machen oder so. Nein, das sind ja nichts anderes als wirklich Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, die dir nicht gut tun und wo du wirklich da, ich befreie mich aus allen nicht lichtvollen Verbindungen, ich bin frei und heil, wo du sollst abschneiden. Ja, es geht auch um Selbstschutz im besten Sinn, aber du selber kannst das vielleicht heute subjektiv noch nicht so erkennen, weil du das Gefühl hast, ja, weil du das Gefühl hast, dass das etwas Gutes wäre. Aber Tatsache ist, deine Seele will mit dir etwas anderes machen, sie will mit dir in Aufstieg gehen, das sieht man hier auch mit dem Kranich, der aufsteigt und sagt, hey, ich will in meine Freiheit, ich will in mein Licht, ich will in meine Selbstliebe, ich will in meine Selbstwertschätzung. Und du wirst das auch bekommen können. Und du hast auch etwas Besseres verdient. Wir alle haben etwas Besseres verdient. Nein, wir haben alle das Beste verdient. Aber das geht nur, wenn du wirklich erkennst, wie der Hase läuft. Und bei einigen hier, die hier zuschauen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist es immer noch so ein bisschen an der Schwelle und wackelt dort noch so ein bisschen. Ja, ich bin nur in Teilen bereit, das wirklich loszulassen. Aber das kommt ja dann wirklich auch nur von deiner Angst. Und dann weisst du ja, was du zu tun hast, nämlich deine Ängste zu bewältigen und ins Vertrauen zu kommen. Ja, weil da wartet wirklich ein sehr wunderschöner Wachstumsschritt auf dich. Ja, Erakura, erblühen. Du fängst gerade erst an. Also hab Geduld mit dir und dem Prozess und gib nicht auf. Und das ist so die Herrscherinnen-Energie. Grosses Wachstum im Rahmen von deiner Selbstliebe, grosses Wachstum im Rahmen von deiner Selbsterkenntnis, im Rahmen von deiner Selbstwertschätzung, grosses Wachstum auch auf deinem Herz, Herzheilung, Herzöffnung und auch wirklich ein Erwachen. Ja, also
Erwachen in der weiblichen Energie ist etwas sehr Gutes. Es führt dich in deine Freiheit. Und schau da, was nachher kommt. Viel Geld gewinnen. Das kann auch im Realen bedeuten, dass du dann eben wirklich auch in deinem Beruf, wo auch immer du unterwegs bist, viel Geld wirst können gewinnen. Also, dass es auch finanziell für dich lukrativ wird sein. Aber wenn es nicht mit dem zu tun hat, dann kann ich dir sicherlich sagen, dass du in einen höheren Selbstwert wirst kommen. Das heisst, eine höhere Selbstwertschätzung, eine höhere Selbstachtung dir selber gegenüber. Dass du die Konfliktmuster von diesem Autoritätskonflikt wirst können überwinden. Dass du lernst, dich selber wertschätzen und somit auch aus diesen falschen Rollenspielen wirst können rauskommen, wo du innerlich irgendwo noch so das Gefühl hast, ja, ich fühle mich nicht gut genug, also muss ich irgendeine Rolle vorschieben, um das, die Unzulänglichkeit von meinem Inneren nicht zu fühlen, nicht zu sehen. Also auch hier wiederum das Thema von der Maskierung oder vom Überkompensieren. Aber Tatsache ist, die Befreiung erfolgt nur, wenn du das auf der Innenfläche, auf der tiefsten Ursachenebene wirklich gelöst hast. Dann bist du mit deinem authentischen, wahren Selbst unterwegs. Und dann kann man die auch so sehen, wie du wirklich bist. Und dann kommt auch das zu dir, was wirklich soll zu dir kommen. Und das fühlt sich dann gut an, ja, richtig an. Und du kommst dann auch logischerweise in einen grossen, grossen Reifungsprozess. Und das ist in jedem Fall gut, richtig, wahr und echt. Und es gibt keine Verleumdung mehr oder Vermeidung mehr oder Verleugnung mehr gegenüber dem Äußeren und schon gar nicht dir selber gegenüber, was Wahrheit ist. Weil die Verleugnung hat ja nur mit dem zu tun, weil du Angst hast. Ja? Und darum gehst du in eine Vermeidung oder eben auch in eine Symptombehandlung. Und da haben wir auf der Unterseite den Turm. Also das heisst, es gibt eine ganz klare Dringlichkeit hier mit dem Löwenfisch. Die Energie vom Turm, die gehört ja auch zu Shiva, wo einfach eindeutig sagt, hey, jetzt tun wir einfach Radibutz aufräumen. Also für die hat es mehr als 12 geschlagen. Judgment. Bong, der grosse Gongschlag ertönt und es wird aufgeräumt. Es wird auch Feuer geben, je nachdem, für die eine oder andere individuelle Seele, dass man das halt ein bisschen Feuer unter dem Füdeln macht und sagt, jetzt gang endlich vorwärts. Räum deine Themen auf. Wie lange willst du hier noch die Ehrenrunde drehen? Wach auf, erkenne dich selber. Also es gibt eine Dringlichkeit für viele von euch, diesen Prozess wirklich dürfen zu machen, um zu dir zu werden und nicht mehr in diesen verwirrten Energien umher zu irren und ewig und 3 Tage das gleiche Muster zu wiederholen. Ja, das soll einfach nicht sein. Und da ist auch viel Positivität, Enthusiasmus auch vorhanden, um das vorwärts zu gehen. Und dein Schicksal, ja, dein Karma beflügelt dich auch und dreht als Rat vom Schicksal für dich vorwärts, dass du wirklich die Aufraumarbeit für dich auch machst. Und zwar definitiv und endgültig und richtig und nicht irgendwie halbpatzig. Weil auf der Unterseite, und das soll dir auch eine Motivation sein, weil wir haben ja hier sehr, sehr, sehr gute Karten hier unten, kommt das grosse Glück. Also das heisst, das grosse Glück will zu dir kommen. Hier, die Abundantia, wo das Füllhorn über dich will, ausschütten. Aber wie ist denn das möglich, wenn du hier noch mit dem alten Programm laufst? Das heisst, wenn du noch mit dem alten Lastenkrempel unterwegs bist, das ist wie ein Küderkübel, ein Fass, das voll ist. Das heisst, du kannst ja gar nicht deine Arme ausbreiten und das empfohlen. Und darum musst du richtige Aufraumarbeit machen, auch vom Innen her. Ja, keine Symptombehandlung vom Aussen her, weil das gibt dir keine Entlastung auf den Altlasten. Du musst die Altlasten erkennen, das sind Themen, die hinter dir sein. Der Nacken ist immer das, was hinter dir steht, hinter dir ist. Und du solltest auch erkennen, wo du in falsche Autoritätskonflikte, Widerstandsprogramm gehst oder wo du dich eben ein bisschen dumm und hässlich fühlst, wenn ich es so mal sagen darf, genährt auch aufgrund von einem Gefühl von nicht gut genug sein, wo eben vielleicht auch aus deiner Ursprungsfamilie herkommt, wo es dir an Wertschätzung und Liebe gefehlt hat. Und das alles, meine Liebe, das alles wird geheilt. Und dann kommst du hier in das grosse Glück. Und das steht dir dann auch zu. Und schau, was hier unten dran ist. Die männliche Hauptperson. Also das hat auch etwas mit dem Mann an deiner Seite zu tun, wo du auch offiziell als Mann wählst und wo du auch sollst in die Reife kommen. Weil der Liebhaber ist für mich noch zu unverbindlich. Ja, zu unverbindlich. Wo du dich vielleicht auch noch nicht ganz 100% kannst committen, was auch immer das Problem ist. Es liegt doch in diesen Themen innen vergraben. Weil für dich ist es auch bestimmt, mit deiner männlichen Hauptperson in das grosse Glück zu finden.
Aber es braucht auch noch Transformation, weil wir haben hier auch noch den Todesfall. Ja, also vielleicht hat es auch Abbrüche gegeben in Beziehungen oder du bist so ein bisschen in einer lotterigen Beziehung unterwegs, ja, und bist so vielleicht mit deinem Mann halbwegs und dann vielleicht noch der Neue oder wo auch immer. Du kannst ja das selber beurteilen, wo das du stehst. Auf jeden Fall, da muss eine totale Transformation reinkommen. Und es sind vielleicht auch Kinder involviert oder dein innere Kind, das hier auch noch involviert ist, das vielleicht ungeheilt ist, dass du überhaupt so ein bisschen komische Beziehungskonstellationen drin bist. Und glaub mir, wenn du das alles, all das, was ich dir hier genannt habe, richtig heilst, richtig aufarbeitest, das Blatt wird sich kehren und du wirst hier mit der weiblichen Hauptperson ganz und gar in deinem Glück stehen und du wirst auch nicht mehr so ein Hin und Her haben und ich weiss nicht, wer ich bin und ich bin nicht, wer ich weiss und ich kann auch nicht, was ich bin. Schau hier. Narrenergien, die diffusen, unklaren Energien, die verwirrten Energien, du wirst das alles können aufarbeiten, ausreinigen und hier das können empfehlen, was für dich bestimmt ist. Denk daran, ich habe das Orakel jetzt zwar datiert für ca. 1 bis 2 Monate, aber für einige von euch kann das auch noch länger dauern. Das kann auch noch 1 bis 2 Jahre sein, je nachdem, wo das du da stehst. Oder auch länger, gell? Je nachdem, wo das du stehst und wie stark du bereit bist, das alles anzuschauen, wie stark du bereit bist, das anzunehmen. Ja, es geht ums Annehmen. Das haben wir hier gesehen mit dem Thema, mit dem Nacken. Und die auch somit auf das alles einzulassen. Prüf das. Wenn dir das gelingt, dann ist das Resultat hier ganz klar. Und alle niederen Strukturen, wo du hier irgendwo mit dir selber noch drauf machst und dir selber das Leben komplizierter machst als nötig, das wird niederbrechen, wenn es für dich bestimmt ist. Okay? Ich wünsche dir ganz viel Selbsterkenntnis auf diesen Pfaden, viel Mut und auch Ehrlichkeit in diesen Prozessen. Mach's gut, alles Liebe und bis gleich. Tschüss!